Das Cross. Messhalle. Warum denkt ihr dem Rat weiterhin gut? Wir müssen ihn trotzdem loswerden. Weil ich ansonsten dafür sorge, dass ihr alle im Höllenfeuer brennt. Wie hoch ist dein Rhetorikwert? Jetzt 8. Habt ihr es euch mit mir endgültig verscherzt. Oje. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Vielen Dank. Ich hab Kuchen geschenkt bekommen. What the fuck? Muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? So, schauen wir mal. Aber eigentlich. Kommen wir zur Abstimmung. Ich stimme für Xuan, Digga, ne? Damit ist endlich hochverehrte Rat. Na, mal hin. Hat er sein Amt behalten. Jo. Ich will auch mal wieder ein Amt bekommen. Oh, ich habe ein Amt erhalten. Oh, cool, Bischofamt. Ich habe ein Amt erhalten. Marschall, cool, Immunität, Verhaftung anordnen, Stadtkarte befehligen. Titelverleihung. Glückwunsch. Landgreif. Sehr schön. Soll ich helfen? Oh, jetzt kommt wieder der Randigga, deine Frau hätte doch eigentlich gleich den hier Konsul werden können, oder? Nein. Nein. Sie kann erst jetzt Konsul werden. So, ich bewerbe mich dann mal auf das Amt des Landesherrn, okay? Kannst du nicht. Versuch es gar nicht erst. Oh, wer ist das? Stanislav Liens ist König. Wer zur... Ich glaube, das war die Dynastie, die mir gerade einen Kuchen geschenkt hat. Und verleihen wir uns... Edelmann, hey, ich bin Reichshauptstadt. Okay, jetzt muss ich erst recht auf den Landesherrnposten hoch. Oh. Ich versuche immer die Braumann abzusägen. Die Frau muss weg. Auf ein Amt bewerben. Landesherrn. Ardua prima. Hey, denkt der König mag mich. Das finde ich gut. Mich mag er auch. Fragt sich nur noch für wie lange. Ich versuche dann auch mal die Richtung. Mich kann der König gar nicht leiden. Perfekt. Wir müssen ihn gegen Aste ausspielen. Aste ist ein Verräter. Oh, es ist. Ich hoffe mal, das Spiel stürzt nicht ab, aber dürft eigentlich nicht. Oder? War irgendjemand abgestürzt? Ja. Läuft weiter. Ja? Gut, dann ich alles in Ordnung. Speichern. Oh! Cross. Ja. Hast du was dagegen, mir wieder ein bisschen Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Hab ich ganz ehrlich nicht. Wieso? Hat es jetzt mal gespeichert? Ross, wie wär's mit einer Wiedergutmachungsspende? Ja, eine Wiedergutmachungsspende. Warte kurz. Was, ich bin Beisitzer vor Gericht? Ja, ich hab die Messhalle angeklagt. Echt? Ist die Richterin denn auf deiner Seite? Nö. In Vino Veritas. Ich wollte die eigentlich anklagen. Aber da sind wir doch jetzt alle Beisitzer, oder? Nein. Nur ich. Wo soll's hingehen? Also ich bin jedenfalls der Einzige. Cross, kannst du mich mal bitte mir Geld geben? Ja, ich geb dir gleich Geld. Der Braumann wird dabei sein. Moment mal, was hab ich denn eigentlich? Gut, den Braumann. Das heißt, ich könnte mir doch eigentlich... Wichtige Einheiten... Wie kann ich mich denn selbst in meiner eigenen Krankenstube behandeln? Du gehst einfach auf Medikus aufsuchen. Was? Könnte mir jemand helfen? Ich werde angegriffen. Endlich. Was? Wo? Wo bist du? Hilfe! Hilfe! Fuck! Nein. Hilfe! Bin unterwegs. Hilfe! Was? Bewegen. Die Roten auch noch. Bitte. Hilf Metzel. Mir. Du stirbst schon nicht. Und mitten im Kampf bestehst du mich, Cross.
Hat er jetzt aufgehört? Aber guck mal da. Seht ihr, wer da steht? Da steht noch jemand. Da wartet jemand auf dich, Aste. Glaube nicht, dass es vorbei ist. Die Leute werden nie aufhören, dich zu jagen. Hast du gerade meine Bestechung abgelehnt? Dann mach nochmal. Kann ich gerade nicht. Ich muss erstmal Wandiger bestechen. Ja, es wird Zeit. Meine Truppen sammeln sich. Wo stehst du? Meine Truppen sammeln. Kann ich mich selbst behandeln? Mit meinen eigenen... Wandiger. Oh. Ja. Ja, du kriegst... Ich hoffe, das reicht. Müsste. Eigentlich. Hoffe ich. Ja. Ansonsten sieht es schlecht aus. Ja, ich weiß. Also. Ich würde mal sagen, dass ihr die ganzen Leute mal von mir wegbringt. Die können. Niemand in der Politik kann mich leiden. Divide et impera. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Umsatzsteuern, Pressburg ist 10%. So, okay. Und nun? Kann ich mich hier selbst behandeln, meinen eigenen? So, ich habe jetzt ganz viele Leute, die sich umhören können. Kann ich mich in meiner eigenen Heilstube selbst behandeln? Bestimmt, versuchen. Ich denke schon. Weil ich wüsste jetzt gerne, wie. Bei medizinische Behandlung durchführen, Arbeiter antreiben oder Bonus auszahlen. Ich denke mal. Also deine eigenen Leute müssen auf medizinische Handlungen durchführen gestellt sein und du selbst musst Medikus aufsuchen. Was war das eben? So. Dynastie. So, gut. Das ist schon mal gut. Perfekt. Okay, Cross, kannst du mich nochmal bestechen? Gleich. Wo bist du gerade? Im Rathaus? Der Landesherr macht mir keine Probleme mehr. Okay. Ich habe es geschafft, ihn loszuwerden. Also nein, nicht so, aber er mag mich. Der Landesherr? Ja, der mag mich jetzt richtig. Ich habe mit ihm sogar einen Beistandspakt. Oh, der wird noch nicht mehr lange leben. Wenn er aus der Politik raus ist und euch in Ruhe lässt, ist es da ja egal. Und ich meine, bald ist er ja raus. Ich meine, Cross kämpft sich gerade vor mit seiner Frau. Ey, auf was ihr für Ebenen schon habt, würde ich hier. So, Cross, wo bist du? Ich such dich. Ist richtig gerade oder was ist kaputt bei dir? Cross, kannst du mich mal bestechen? Die Arbeit wartet. Gilden, ich bin wieder Gildenmeister, finde ich gut. Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass ich in der Zauberstube immer nur noch Tee herstellen kann und nichts anderes. Ja, du musst mal auf Gebäude erweitern gehen. Dann kannst du auch das... Ja, was glaubst du wohl, ja. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. So, wo bist du denn, Cross? Ich mach grad Nachwuchs. Ich mach grad Nachwuchs. Auch gut. So. Oh. Ein Spion hat mir Beweise verschafft. Ach ja, ich habe jetzt die Informanten. Das ist ganz cool. So. Kannst sie sogar befehligen. Gut, genau. Ich besteche mal den Aste. Jemanden bestechen, wichtige Einheiten, Freunde. Aste, jetzt such dir mal eine Frau. Du wirst langsam Arbeit alt. Arbeit ist meine Leidenschaft. Aste? Ist er schon tot? Hat euch Beweise verschafft. Nein. Und der Landesherr wurde erfolgreich entführt. Was? Nein? Warum? Hättest du nicht die Richterin entführen? Ach nee, Moment, dann wäre der
Prozess nicht zustande gekommen. Wo hast denn du deine Schmugglerhütte? Ah, ich glaube, ich sehe es. Diebesgilde. Was, Cross, du bestichst mich? Ja, ich bestich dich gerade. Aste, was ist denn jetzt eigentlich mit Frau und so? Solltest du dir mal eine versorgen? Weil sonst ja, die eine ist gestorben vorhin, kurz bevor ich sie richtig hatte. Ja, dann... Jemand beeil dich mal. Ja. So, bis auf die Richterin mögen mich die ganzen Prozessteilnehmer. Nur die Richterin leider nicht. Hat euch Beweise verschafft. Und Moment, ja. Also, ich habe die Braumann, die ist auf meiner Seite, die Richterin hasst mich und Aste. Und wenn Aste nicht dafür ist, ist er dagegen. Und dann stirbt er. Was ist mit mir, wenn ich dagegen bin? Du wirst gleich einfach auf schuldig und auf angemessen klicken, wenn es sein muss. Weil sonst verlierst du demnächst mehr als nur eine Frau. Die Amtsliste ist schon voll. Außerdem, ich hatte ja auch Beweise. Gut. Also ich, Zeit ist so, Martin Braumann wird vorgeladen. Ich habe nämlich Beweise. Hier wurde eine Tochter geboren. Wie nenne ich sie? Ich überleg grad. Ich nenne sie... Ich habe zwei Söhne. Cersei. Gehen auch schon in die Schule, die beiden. Annehmen. Oh Gott, ich habe jetzt übelst viele Beweise. Gegen die Richter? Wir müssen die Rechnungen aus dem Amt klemmen. Da können wir die ganz anklagen. Ja, die Amtsliste ist voll. Ich wollte mich gerade auf der Amt bewerben. Beweise verschafft. Hab ich auch schon versucht, aber ich bin mit meiner Frau nur noch auf Gelb gekommen. Ja, gegen die Richterin habe ich auch Beweise. Ich habe gegen Suan Dicke auch einige Beweise. Hm? Ja. Ich nicht. Aber, Xuan Dicker, wo bist du denn gerade? Rathaus? Da wirst du gleich rausgeworfen, oder? Stimmt, das gleich ist der Prozess. Okay, gut, ich erwarte dich dann mal vor dem Rathaus. Ich habe zwei Prozesse. Ich tue dir nämlich auch zur Wiedergutmachung gleich noch einen anderen Gefallen. Ja? Ich vergebe dir deine Sünden. Oh. Der Prozess soll beginnen. Also ich habe jetzt eine Armee von 31 Mann. Was? Will sich jemand mit mir anlegen? Ey, guck mal, ich bin hinten. Ich bin hinter dem Tresen. Oder irgendwie so. Ja, ich weiß, du bist der Beisitzer. Oh, Ast ist direkt bei Geld. Ja, Ast, du bist... So, ich... Das ehrenwerte Gericht tagt. So, ich hau mir mal die Sitzung auch mit an. Wenn nicht zu schnell wegmacht. Ich bin der Kläger, ich klicke weg, wenn sein muss. Okay. Grüß Gott erstmal. Ich fange an. Oh Gott, meine Frau. Ich werfe der Angeklagten Verbrechen vor. Ja, bitte. Nicht viel. Schlepp euer letztes Stückchen. Das war nämlich so. Ich klage euch hiermit des Mordes an. Dafür sollte man euch erst ein wenig vierteilen, dann erhängen und schließlich. Ihr schildert das Meer. Das war der erste Beweis. Wie viele hast du? Noch zwei. Ich hab noch zwei oder dreimal Zivilangriff. Ich bin gleich bei tot. Du bist schon weiter. Ja! Alter. Ich lege dem Hohen Gericht heute eine Anzahl Beweise, die der Herr im Himmel tut. Oh ja. Gute Nacht, würde ich sagen. Tod! Tod! Lasst sie zur Hölle fahren! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Als Angeklagte in diesem Verfahren habt ihr jetzt die Möglichkeit, ja, okay. Mach das. Ich muss dich mal bestechen. Die ist am Arsch. Ohne nicht entgangen sein, dass die unhaltbaren Vorwürfe der Anklage nur einem Zweck dienen sollen. Mich, ein ehrenwertes Mitglied unserer Bürgerschaft, zu diskreditieren. Oh, hart. Ey, die haben es jetzt auch richtig hart erwischt. Der Mann ist bei mir in Gefangenschaft. Die Frau wird gleich getötet. Oh ja. Das ist gleich gewesen. Wird die jetzt öffentlich hingerichtet oder was? Ja. Ja. Mach schuldig. Oder angemessen auf jeden Fall. Schuldig. Ich kann ja abstimmen, oder? Ja. Schuldig. Mach schuldig. Tu es! Schuldig. Ja! Schuldig. In die Halle mit dir. Die Angeklagte ist im Sinne der Anklage schuldig. Schuldig. Das Gericht stimmt der Forderung der Anklage zu. Sie ist schuldig. Dank. Hiermit verurteile ich euch zum Tode. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ah, wie geil. Gute Nacht. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Ich werde sie in meine Gebete mit einbeziehen.
wirklich nicht. Nicht. Oh, 600 Erfahrung. Für etwa 30 Sekunden. Das ist der Henker. Der ist der Scharfrichter. Hiermit erkläre ich den Prozess für beendet. Was macht der Henker da? Hätte schlimmer sein können. Ja, bestimmt. Wenn man der ganze Familie ausrotten würde zum Beispiel. Oh Gott, mein Spion verschafft Beweise. Ein Spion hat euch Beweise. Dina die ganze Zeit Beweise. Ich könnte locker bestimmt 3 Anklagen führen. Dina Messerle wird jetzt getötet, oder? Wo ist die jetzt?